So, Peace, meine Freunde, Spaß beiseite, aka Karate Andi, aka Capo, der Boss ist mal wieder zurück auf dem Invictim X Clan Channel. Ich darf euch heute mal wieder ganz herzlichst von Herzen begrüßen zu einem Freestyle Commentary von mir für euch. Juhu, let's party. Ja, wie man vielleicht schon hört, ich bin immer noch ein bisschen am Arsch. Es ist der 25.01., 15.22 Uhr mittlerweile. Ich war am Freitag so hart feiern und das hängt mir echt bis Sonntagnachmittag nach. Ich bin echt gerade erst aufgestanden vor eineinhalb Stunden und auf jeden Fall noch etwas lediert. Ich hoffe, das merkt man jetzt nicht zu sehr im Commentary, aber ich muss es heute einfach durchziehen, sonst kriege ich ein paar auf die Fresse vom Owner. Ich habe den jetzt schon die letzten Tage immer vertröstet, ich wäre eigentlich am Dienstag schon dran gewesen. Naja, sei es drum. Auf jeden Fall mal wieder ganz gute Laune am Start und ich hoffe, das kriegen wir jetzt schon hin, auf jeden Fall die nächsten paar Minuten. Gut, im Hintergrund muss ich euch heute leider sagen, ich bin wie immer bestens vorbereitet und habe überhaupt keine Ahnung, was im Hintergrund läuft. Wird auf jeden Fall im Titel oder im Thumbnail beschrieben sein, was zu sehen sein wird. Und Props an den Gameplayer-Spieler, auf jeden Fall, wie auch immer es war, aber ihr seid alle krass, das wisst ihr ja. Gut, ich habe mir heute gedacht, was könnte ich euch mal wieder erzählen. Ich mache ja meistens immer etwas, ja, sehr sinnvolle Commentaries und total super organisierte. Deswegen habe ich mir jetzt kurz innerhalb von 2 Minuten ein Thema ausgedacht. Und zwar, ich schließe mich jetzt einfach mal an und werde auch so kurz meine Meinung über Competitive und Public sagen. Da hat es ja irgendwie gerade wieder relativ verbreitet ist, was ich eigentlich auch echt begrüße, muss ich sagen. Aber dazu kommen wir jetzt dann gleich Gut, fangen wir einfach an, bevor das hier noch eskaliert. So, also ich bin persönlich ein klassischer Public Hero, spiele natürlich, also hin und wieder auch Liga, aber dadurch, dass ich einfach momentan mit der Uni, gut, jetzt ist Semesterende bei mir jetzt langsam, jetzt habe ich auch wieder mehr Zeit zum Zocken, aber bei mir war jetzt in letzter Zeit so, ich habe vielleicht einmal in der Woche gezockt und tut mir leid, nehmt es mir nicht übel, wenn ich mich in der Zeit dann nicht competitive mit gleich guten Leuten messen möchte, sondern einfach nur die 1-2 Stunden am Tag, die ich mal Zeit habe zum Zocken, nutzen möchte, um einfach sinnlos irgendwelche Gegner im Spawn richtig eklig zu machen. Ich weiß genau selber, dass das die Über-No-Hands sind, das sind keine krassen Gameplays, aber naja, ich denke, ist ja nicht mein erstes Commentary, ich habe hier noch nie groß rumgepusht mit Gameplays, weil die für mich einfach nicht so einen hohen Stellenwert haben. Und durch Reverse Boosting und Unlock All Accounts, finde ich, sind die Gameplays sowieso eigentlich alle nicht wirklich viel wert. Und ich denke auch generell, dass jetzt viel, sieht man ja auch, was für Leute jetzt, sage ich mal, immer mehr in Competitive-Bereich wechseln, auch die größeren YouTuber. Und ich finde das eigentlich ganz gut, weil ich finde, in Deutschland gab es, ja, es gab schon eine Competitive-Szene, aber nicht so eine ausgeprägte. Und ich finde das cool, dass immer mehr Leute dazukommen, weil wenn man sich das mal anschaut, wie in Amerika da, keine Ahnung, ungefähr 300 Millionen Competitive-Teams durch die Gegend rennen. Sowas fehlt, finde ich, hier. Und ja, Props auf jeden Fall dafür, dass das jetzt immer mehr Leute angehen. Gut, ich möchte noch kurz zu Public fertig reden. Ja, Public ist natürlich klar, dass es nicht so viel Skill eigentlich braucht, weil du einfach durch Reverse Boosting und Unlock All, kann mir keiner erzählen, dass irgendjemand gute Gameplays ohne Reverse Boosting oder Unlock All spielt, macht sowieso kein Mensch mehr, sieht man ja allein daran, wenn man selber Lobbys sucht mit einem Unlock All Account, was man da so für Kollegen trifft, ne? Es sind auf jeden Fall alles keine Unlock Alls, nein. Ja gut, auf jeden Fall, das wollte ich noch gesagt haben, es, finde ich, braucht einfach nicht so viel Skill, das sehe ich an mir selber, ich bin sicherlich mit einer der schlechtesten Spieler im Clan und selbst ich habe schon, keine Ahnung, 10, 15 Doubles oder so und das, obwohl ich wirklich einfach nicht viel zocke. Ja, dann kommen wir nämlich auch gleich zum Competitive-Bereich und ja, Competitive ist, finde ich, einfach schwieriger, man kann sich mit gleich guten Spielern messen. Also, ich würde zumindest, also Competitive spielt bei uns zumindest im Clan jeder mit einem normalen Account, weil was soll das mit einem Unlock All? Brauchst du keinen Competitive spielen, da kann ich genauso gut weiter Public spielen. Ich finde, es ist spannender einfach dadurch, dass du wirklich auch was erwarten kannst von deinem Gegner. Nicht, dass dein Gegner versucht, dich zu erschießen und dabei ungefähr das komplette Mobiliar um dich herum zerschießt, nur nicht dich trifft. Und man muss sich einfach viel mehr selber konzentrieren, du darfst dir selber nicht so viele Fehler, sage ich mal, oder Fails erlauben, wie, keine Ahnung, dass du halt daneben zielst und sowas. Und ich glaube auch, dass Public einfach viel mehr dazu geeignet, ja, genau, also da sieht man schon, was ich für ein Random bin, Alter. Ich persönlich würde sagen auch, dass Competitive viel mehr geeignet ist dazu,
um seinen eigenen Skill zu verbessern, um besser zu werden, weil man sich einfach mit gleich guten Leuten misst. Und ja, das gibt einem doch, finde ich, viel mehr, das ist ein besseres Gefühl, wenn man gegen gute Spieler, sag ich mal, dann mit 10 zu 12 oder was weiß ich, ja, 10 zu 12 jetzt mit einer Negativ, ja, gut, wie vorher schon gesagt, ihr merkt auf jeden Fall, ich bin noch nicht ganz hundertprozentig auf dem Dampfer. Was ich sagen wollte, ist, dass ich es vergessen habe. Gut, also auf jeden Fall muss ich sagen, mir gefällt das persönlich auch sehr gut, dass das Competitive jetzt immer mehr sich ausbreitet. Sagen wir mal, lass es da mit Elotrix und seinem komischen Team sein und was weiß ich, wer jetzt alles noch da hinterherzieht. Unsere Jungs haben auch schon jetzt hier am Wochenende bei dem Anonymous Cup mitgemacht, waren glaube ich Zweiter oder Dritter fürs erste Turnier. Auf jeden Fall Props an euch Jungs. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Ich weiß nur, dass wir sicher mitgemacht haben und dass wir die Vorrunde alle Spiele gewonnen haben. Gut, auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch halbwegs unterhalten können. War jetzt nicht so ein spannendes Thema, aber keine Ahnung. Ich wollte einfach mal meine eigene Meinung dazu abgeben. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, interessiert es mich auch nicht. Nein, Schmarrn. Gut, Leute, ich hoffe, es konnte euch irgendwie halbwegs unterhalten. Haut's rein. Ich bin jetzt auf jeden Fall weg. Karate für alle. Peace, Leute.